So, moin Freunde, Nomad am Start, Onkel Nomad am Start. Jo, Leute, wir sind hier in einem Hotel, fangen jetzt ganz oben vom Dachboden an quasi. Gibt es noch irgendwelche komischen Zimmer für Billigheimer oder so? So, wir sind in einem verlassenen Hotel. Einrichtung ist noch ganz gut vorhanden. Jo, Einrichtung sieht gut aus. Wir müssen uns ein bisschen sputen, weil es wird langsam Es wird spät bald und wird dunkel, wir dunkel. beleuchten uns, wir sind hier mitten im Ort. Ja. Überall neben dieser Bude stehen Häuser. Ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Aber es wird ein Oh, bisschen spannend. bisschen Holz Pass auf hier. hier, ne? Oh, Das hier Dach ist hier ist, noch dicht, hier aber vergiss es, hier gehe ich nicht weiter. vor allem guck da rüber, da sind wieder Häuser, ne? Ja. Nicht dahin leuchten. Also hier so ein bisschen. Wir gehen zu den Zimmern. Ab zu den Zimmern, let's go. Hier oben ist leider nicht viel los. Die Zimmer sind jetzt teilweise schon ein bisschen leer geräumt. Ja, hier wird irgendwie was gemacht, oder? Oder was meinst du? Ja, wir haben glaube ich mal irgendwann versucht, das hier zu renovieren oder so. Und Hier lebt auf jeden Fall auch mit irgendwas. zwischendrin teilweise mal Zimmer ausgeräumt. Man sieht auch schon wieder, ne, da scheißt ein Tier hin. Also hier ist wieder, hier lebt wieder irgendwas drin. Ja, ansonsten gibt es halt so kleine Zimmer. Alte Dinger, Toilette. Man hat hier halt irgendwann mal angefangen, Kunststoffrohre zu legen, aber es ist halt alles irgendwie nicht fertig gemacht. Ne? Hier sieht man die ganzen Decken fallen aus meiner alten Nähmaschine. Ist auf jeden Fall ein großes Hotel. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ja, hier einfach mal drüber steppen. Badezimmer brauche ich, glaube ich, nicht alle filmen. Die meisten Klos sind eh alle vollgekackt. Ziemlich Spiegel. aufpassen. Natürlich ziemlich aufpassen mit dem Licht, ne? Taschenlampe ist aus, ist noch hell genug. Kannst ja noch was sehen, ne? Ja, reicht es, wenn deine an ist, ne? Ja. Also ganz wichtig, wenn du leuchtest, du kannst hier Sachen anleuchten, das ist gar kein Problem, ne? Du darfst halt nur nicht zum Fenster rausleuchten. Klar, wie Klosbrühe. Ja, vergisst du nur immer. Ja, ich bin früh dement. So, da hinten geht's Digga, muss ein weiter. bisschen aufpassen hier in der Ecke. Du hast ja vorhin da unten gesehen, dass hier was am Gammeln Irgendwo, war, ne? ja, irgendwie rannte es Deshalb mir. würde ich Oh, hier jetzt. der Boden, der ist schon wieder so scheiße. Das war kernig hier. Aufpassen. Ich würde halt jetzt nicht in diese Zimmer hier gehen. Ja, da hinten, nein. Und da hat es halt Was? unten Ja. die Decke schon zerlegt. Oh, das Zimmer ist aber schön hier, ne? Ja, hier kommt schon wieder irgendwas rein. Guck mal, was für ein riesen Scheißhaufen Zeig mal her. Alter. Was? Oma. Alter. Also irgendwas, ich trete jetzt mal nicht rein. Kackt hier komplett alles bis oben hin voll. Ich zensiere das wieder. Alter, hier lebt irgendein Viech. Ich will nicht wissen, was. Alter, die Decke knatscht schon so. Was siehst du? Kupferrohre. Kupferrohre. Alter, hier ist alles vollgekackt. Alter. Kleines Zimmer. Das ist hier wieder ein sehr schönes Zimmer. Alter. Das ist wieder alles voll Scheiße. Ja. Alter, das ganze Bett. Alles du. Boah. Hier die Wand. Auch kaputt. Das ist auch die Scheiße. Oh. Nee, wir sind hier. Wir sind hier mitten in einem Ort. In so einem dicken Dorf hier. Alter, weiter geht's. Was für ein Tag heute wieder, wa? Heute schon Feuerwehreinsatz gehabt, haben wir eine Insta-Story was zu erzählt. Einfach irgendwelche Blagen haben in einem anderen Lost Place, wo ich mit Onkel Nome mit reingehen wollte, ein kleines Feuer gelegt. Das war halt wirklich die reinste Vollkatastrophe. Das ist jetzt erstmal die letzte Location für heute. Dann geht's nach Hause. Was zu snacken brauchen wir nachher noch, ne? Ja, was zu snacken. Aber so ein legendärer Döner ist schon Oh, so ein nicht schlecht. legendärer Döner ist schon gar nicht verkehrt. Ja, Döner ist so Hauptnahrungsmittel bei uns auf Lost Place Touren. Das ist halt wirklich so. Abends der Döner, der muss halt sein. An der Stelle einmal ein kräftiges Dankeschön an die Frau, die uns diese Location hier übermittelt hat. Fühl dich auf jeden Fall geehrt und gegrüßt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Location, die ist auf jeden Fall wild.
Liebe Frau A, vielen Dank. Für diese Location? Frau A. Mein Gott, ey. Du machst das immer so mysteriös. Ja, hier ist ausgeräumt. Die eine Etage tiefer besser. Da ist ein bisschen mehr zu sehen. Wie bei dir in der Hose, ne? Ja, ist klar. Ja, hier ist halt einfach. Ihr könnt jetzt hier durchgehen, aber alle Zimmer. Ist alles ausgeräumt. Alle Zimmer sind hier. Hier ist abgeklebt. Also man hat hier. Irgendwann mal versucht, ein Zimmer hier auszunehmen. Hat ich immer geschrieben, ne? Und ja, das war's halt, ne? Da ist wieder das Dorf, ne? Also wir sind hier einfach mitten in nirgendwo, ne? In irgendeiner Hut. Ja. Ah, was haben wir hier? Da muss ich wieder viel zensieren. Nur Hotelrechnungen. Rechnung. Und ein paar Bilder von dem Hotel kann ich hier komplett alles wegzensieren. Ja. Und dieses Hotel wird vom ADAC empfohlen. Oh, hier gibt es Postkarten. Ach echt? Ja, aus der Region. Oh, guck mal. Ach Junge. Kannst du jemandem schicken, wa? Schöne Postkarten. Wie dieser Bergland. Sind halt nur Rechnungen und was haben wir? Und Postkarten. Aha. Ja. Bestellungen und Rechnungen. Jo, Alter, hier ist direkt Nachbar. Alter. Das ist ja auch so ein Jäger oder so, ne? Hier ist auf jeden Fall so ein Förster am Start. Da hinten ist mal so eine Party, aber hier, guck mal, da brennt Licht. Guck mal, das ist ja, ich weiß. Das ist so, da brennt Licht. Alter. Ja. Im nächsten Zimmer ist auch Licht angegangen. Tatsache. Ja, lass mal vom Fenster weg. Ja, das ist halt das Risiko, was man als Urbexer eingeht, ne? Also da würde ich gerne drin stehen. Warte mal, was steht da? 6 Personen dürfen da rein. Wenn Onkel Nomad sich da reinstellt, dann braucht er kein weiter rein. Nicht, weil der zu schwer ist für den Aufzug, sondern weil den einfach keiner ertragen kann. Hier unten könnte man auch endlich mal das Licht anmachen. Warnung vor Gasansammlung, Erstickungsgefahr. Betreten des Raumes, beim Betreten des Raumes die Tür bitte offen lassen. Da hatte ich fast einen Sprachfehler. Ja, ne? Horst. Horst. Die Insider-Gags wieder. Da ist aber wieder so eine Riesenkelle, ne? Jo. Ich weiß es nicht. Alter, Keller ohne Ende. Da geht es nochmal 10 Kilometer weiter. Ach du Heilige. Solange wir nicht wieder so eine Psychopathenzelle finden. So. Ja Leute, seid uns nicht böse. Hier so ein bisschen schnell durchlaufen. Nur wir haben halt Schiss, wenn hier uns hier einer sieht. Ne? Wir sind halt mitten im Ort. Dann haben wir auch ganz schnell mal die Chance hier am Start. Ja, erstens das und zweitens steht halt ein Auto aus diesem Ort genau vor der Location, genau vorm Haupteingang. Wir haben jetzt einmal die Location schnell durchgelaufen, haben keinen gefunden. Aber trotzdem, hier gibt es halt noch Nebengebäude und Nachbargebäude. Nicht so wirklich Lust drauf, hier einen auf den Deckel zu kriegen. Deswegen dieses Hotel wirklich mal stressig im Schnelldurchlauf. Zur Küche gehört, die Treppe geht hoch zur Küche. Aha, oh, schimmelig hier. Ja. Hier wurde hier so ein Wurstkutter. Ja, ein bisschen Action. Alter, es geht hier wirklich einfach weiter ins, keine Ahnung, ins Nirvana. Hier ist irgendwo die Maschine, das ist glaube ich die Maschinentechnik für den Aufzug, oder? Nee. Nee. Das könnte. Oh, Kegelbahn. Oh, Kegelbahn. Irgendwo hier ist eine Kegelbahn. Alter, heftig. Alter, ich maul mich doch hier gleich wieder. Boah, ich bin zu breit, ey. Oh,
Schau mal hier. Hier war eine Kegelbahn. Nice. Alter, nice. Herrlich. Jahre Kegelbahn von 73 bis 93. Hotel, bla bla bla. Jubiläum, bla bla bla. Okay. Filmen Sie nochmal in Gänze. Schöne Kegelbahn. Kugeln sind noch da. Kegeln sind irgendwo hängen wahrscheinlich da drin. Aber wir kegeln heute besser mal nicht. Das ist zu heiß hier heute für. Wer sehen will, wie wir kegeln oder bowlen, der schaut sich einfach jetzt das Kegelbahn-Video an, was wir gemacht haben. Geile Location, auch immer zu empfehlen, sich auf dem Kanal bei uns umzuschauen, denn wir haben wunderbare Locations. Telefon ist defekt, bitte Telefon auf Fenster nutzen, sonst gibt es eine aufs Maul. Saufen? Ich bin nicht so der Säufer. Ich trinke lieber das Zeug zum Händewaschen. Also Wasser, ne? Digga, wir sind doch vorhin hier gewesen, oder nicht? Ich habe mich verlaufen. Oh, hier sind Pokale. Wunderschön. Hier Kegelpokale. Die Flotte 9. Wir machen jetzt weiter im Gastrobereich. Wir zeigen euch die Säle und Küche und Theken und so. Und dann gibt es nochmal ein zweites Gästehaus oder ein Bettenhaus. Da gucken wir auch nochmal irgendwie nach, ob wir da reinkommen. Und dann zeigen wir euch das auch noch. So, wir starten direkt hier im Flur. Mit Sexsucht, also ja, wir starten mit Sexsucht. Oh, schön, hier eine Tischtennisplatte. Sexsucht, Pfeil. Ey, warte mal, das passt, bleibt mal genau so stehen. Sexsucht. Ja, okay. Der es am wenigsten hat, ne? So, hier auch wieder eine schöne... Genau, die Trainer. Stehen noch so. Keiner hat sie randaliert oder so. Finde ich super. Finde ich auch toll. Geil. Das mal so. Mal. Vor 2 Stunden haben wir noch erlebt, dass irgend so ein Affe die Location anzünden will. Genau. Jetzt stehen wir hier und alles ist noch in Ordnung. Und wir freuen uns, dass alles geil ist. Wir blenden dazu jetzt übrigens mal anschließend ein paar Bilder ein. Wir waren bei einer Location am Start. Wir wollten auch in so ein verlassenes Hotel rein, da haben so 3 Kiddies angefangen Feuer zu legen auf dem Dachboden. Ziemlich scheiße gelaufen halt und Wasser drin. Ja, ein bisschen nass. Jedenfalls versucht anzuzünden, die Scheiße, ne? Haben wir die Feuerwehr gerufen, noch ein Augenzeuge ist auch angehalten, hat die Kiddies gesucht, der hat die auch wohl gesehen, wir haben die halt nicht gesehen. Und ja, war halt eine ziemlich knappe Sache. Muss man halt schon sagen, wir waren halt vorher drin und Onkel Nomad hat sich gedacht, boah, ungutes Gefühl, irgendwie hatte so einen komischen Geschmack auf der Zunge, er will unbedingt raus, er möchte weiter. Dann sind wir rausgegangen, habe ich irgendwann gesagt, ey, hier riecht es irgendwie nach Kokel. Und ja, dann oben auf dem Dachboden, einfach zeitgleich, während wir in der Location waren, haben irgendwelche 3 Scheiß-Kiddies versucht, die Location anzuzünden oben. Ziemlich asozial, möchte ich an der Stelle mal sagen. Also, falls ihr dieses Video seht oder... irgendeiner hier von euch solche Ideen mal hat, ihr seid solche Trottel, hört auf mit sowas. Damit macht ihr einfach anderen Leuten alles kaputt und das nervt dann einfach. Und ja, genau. Dann Feuerwehr gerufen, Polizei kam auch am, Polizei war auch am Start. Die Jungs haben wir leider nicht mehr gefunden, aber ja, die Location hätte sich eh nicht zu filmen gelohnt, war schon alles zerkloppt. Schade, ist manchmal einfach so. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter in die ins Erdgeschoss. Jetzt sind wir im Erdgeschoss, ne? Ja. Alles gleich. Jemand von euch diese Location sieht, ne? Schade, sieht man nicht. Und filmt die Richtung. Da ist die Straße.
sehen, leuchten, wenn ich nach draußen. Ja, da hast du recht. Oh, herrlich. Schöne Theke. Hier ist auch eine schöne Zapfanlage. Guck das mal an. Da sehe ich dich auf jeden Fall. Jo, Tatsache. Alter, die haben ja hier jede Menge Schlüssel, ne? 116, 117. Oh, die Küche. Ja, die ist auch noch filmswert. Was ist das denn? Das weiß ich nicht. Irgendein komisches Pulver, Kokain oder so. Naja, hier ist halt die Küche, die ein bisschen, kleines bisschen so eingerichtet ist. Nicht mehr großartig. Ja. Hier riecht's nach Gras. Ja, irgendwie treibt es so, aber ich glaube, das ist ein Gras. Irgendein Scheiß. Ja, irgendwie, es riecht auf jeden Fall. Und dieser Stuhl entwickelt auf jeden Fall schon eine schöne Moosablage. Ohne Moos nichts los. Ist da wirklich niemand? Nein. Jetzt gerade nicht, ne? Alter, ich bin mir 100% sicher, dass da vorhin einer am Fenster stand. Genau da, wo das Licht an ist, in dieser Küche da. Nein, da ist kein. Okay, weiter. Lass uns einfach beeilen, ich habe ein gutes Gefühl. Von hier kannst du eigentlich Licht anmachen, das sieht keiner. Schaut euch diesen wunderschönen Turmfalken an. Manche würden sagen, Onkel Nomad hat einen Vogel, aber dieser Vogel ist ein echter Vogel. Du Horst. Oh. Im anderen Zimmer ist Licht ausgemacht? Nee, das ist normal. Da ist keiner. Ich bin mir das irgendwie zu 90% sicher, dass da wirklich jemand am Fenster stand, der rüber geguckt hat. Nicht, dass er die Lichtkegel gesehen hat. Dann haben wir jetzt reingeschissen. Scheiße. Oh, hier riecht es auf jeden Fall herrlich. Herrlich widerlich. Hallöchen. Schau dir das mal an. Onkel Nomad geht schwimmen. Ich schwimme mal eine Bahn. Ja, ja, schwimm mal eine Bahn oder lauf mal eine Bahn. Alter, Füße hoch. So schwimmt man nicht. Ja, 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 ja. Du bist einer. Hier umkleiden, eine Dusche, eine Dorsche, ne? Noch mehr Dorschen. Hier wunderbar, noch ein Drecksessel. Und ja, das ist halt das wunderbar schon. Was guckst du mich so schockiert an? Er hat mich gerade so schockiert angeguckt. Oh, stinkert das hier. Schöne Poolnudel. Guck dir das mal einer an hier. Da läuft der alte Vogel. Na, willst du mal meine Nudel anfassen? Nee. Komm, fass doch mal meine Nudel an. Aber du verdammter Vogel. Ist das ein Arsch? Weinkeller? Wo ist denn hier der Weinkeller? Hier? Ja, oh. Weinregal, oder nicht? Ja, aber hier ist kein Wein drin. Hier hast du was an Röhrchen auf jeden Fall am Start. Das ist ein Heizöltank. Jo. Da ist eine Garage da draußen. Oh, Tatsache. So. Jetzt geht's raus. Alter, es ist alles kaputt. Jo, schneid dich mal, ey. Schön, schön. So, es wird immer düsterer hier draußen. Aua. So, meine lieben Freunde, das war. Wenn das keiner gesehen hat, dann war es hier. Wir sind ja auch mitten im Ort, ne? So, Freunde, lass mich abmoderieren. Achso. Lass mich mal so langsam abmoderieren. Ich versuch's und versuch's und der Typ, der nervt. Ja, jetzt, ja, wenn du nichts sagst. Ne? Yo, Leute, wir sind raus aus dem verlassenen Hotel und gehen jetzt langsam wieder Richtung Auto. War spannend, sehr aufregend
Wir gucken mal, was wir noch zu finden. Das Nebengebäude haben wir nicht mitgenommen. Da war nichts offen und wir machen ja auch nichts kaputt. Von daher lassen wir es so, wie es ist. Wir danken fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.